Litpod, der literarische Podcast. Folge 1. Der Sandmann. Willkommen bei unserem kleinen literarischen Gespräch. Wir sind Christian und Klaus und wir reden über Literatur. Ich bin Christian, da drüben sitzt Klaus. Hallo. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, literarische Werke ein wenig zu besprechen. Nicht auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch nicht völlig unwissend. Für heute haben wir uns den Sandmann vorgenommen von E.T.A. Hoffmann, eine 1816 veröffentlichte Erzählung aus der Epoche der Romantik. Ja, 1816 ist in den Nachtstücken, einem Erzählband von E.T.A. Hoffmann, diese Erzählung erschienen. Und 1816 ist sozusagen das Schlüsseljahr der Gruselliteratur. Es ist nämlich, in diesem Jahr sind drei der ganz wesentlichen Werke der Schauerliteratur entstanden, nämlich von Lord Byron inspiriert, von John Polidori geschrieben, die Erzählung Der Vampir, die Vampirgestalt, also so die maßgebliche Gestalt eigentlich der heutigen Horrorliteratur, wesentlich geprägt hat. Dann, ganz wichtig, von Mary Shelley, Frankenstein, also eine Figur, die einiges mit Hoffmann zu tun hat, also auch mit unserer Erzählung so einiges zu tun hat. Und dann eben auch der Erzählband Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann. Und zu E.T.A. Hoffmann muss man vielleicht auch noch sagen, dass er, das wird oft ein bisschen unterschätzt, ein wirklich weltweit rezipierter deutschsprachiger Autor ist. Und damit ist er unter deutschsprachigen Autoren fast ein bisschen eine Ausnahmegestalt. Unsere größten Autoren sind im Ausland nicht so bekannt. E.T.A. Hoffmann hingegen wird wirklich weltweit gelesen und er hat großen Einfluss gehabt. Schule vielleicht nicht gemacht, das kann man vielleicht nicht sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Autoren ihm direkt sozusagen sklavisch so nachgefolgt sind, aber er hat eine ganz große Wirkung gehabt und er hat die größte Art der Wirkung, die ein Autor haben kann, ist ja eigentlich so, wenn er die Räume des Erzählens erweitert. Und das hat er einfach gemacht. Also seit Hoffmann geschrieben hat, kann Literatur einfach mehr, als sie vorher konnte, in gewisser Weise. Also er hat die Horrorliteratur, die Gruselliteratur, die fantastische Literatur ist sehr, sehr stark von Hoffmann beeinflusst, und zwar sowohl in Russland als auch in Amerika, also weltweit. Und der Sandmann ist wahrscheinlich Hoffmanns mittlerweile bekannteste oder eine seiner bekanntesten Erzählungen. Interessanterweise übrigens eine Erzählung, die er selber gar nicht so hoch geschätzt hat. Er war ein Autor, der sehr, sehr viel geschrieben hat und nicht alles ist gleich gut gelungen. Der Sandmann ist sicherlich eine Erzählung, die ich finde, ehrlich gesagt, eine sehr schwierige Erzählung. Also eine Erzählung, die jetzt mit der man sich nicht so leicht tut. Man liest sie, dauert so, wenn man sie liest, so 2 Stunden. Also man hat sie relativ schnell runtergelesen und es ist sehr spannend und man, ja, ein schönes Leseerlebnis. Aber man kann sie auch einfach so als ganz schlichte Gruselgeschichte auffassen. Aber sie ist doch nicht nur doppelbödig, sondern sie hat einen ganzen Haufen von Böden und von Speichern und Böden unter den Böden. Absolut. Deswegen ist sie schwierig, schwierig in den Griff zu bekommen. Ja, und ich würde behaupten, je mehr man sich reinwühlt, desto mehr lohnt sich das in vielerlei Hinsicht. Vielleicht erzählen wir am Anfang mal kurz, worum es da geht. Genau, ich werde versuchen, die Handlung in ein paar knappen Worten zusammenzufassen, sofern man das machen kann überhaupt, denn es ist wirklich eine komplexe und vielschichtige Handlung. Wir werden darauf immer wieder genauer eingehen, aber in knappen Worten erzählt geht es um den jungen Studenten Nathanael. Ja, ein vieldeutiger Name, ja. Nathanael, der fernab seiner Familie in einer Stadt studiert und dort einem Wetterglashändler, also jemand, der Fernrohre und sowas verkauft, begegnet, und der erinnert ihn an eine Figur aus seiner Kindheit, einen dämonischen Advokaten namens Coppelius, der in seiner Kindheit mit seinem Vater zusammengearbeitet hat in irgendeiner Form und den der junge Nathanael mit dem Sandmann, einer Schauerfigur aus einem Märchen, gleichgesetzt hat und mit dem er ein entsetzliches Erlebnis in Verbindung bringt, bei dem sein Vater gestorben ist.
Also für Nathanael ist Coppelius der Sandmann und der wiederum hat seinen Vater in eine Situation geführt, in der dieser gestorben ist. Also Nathanael ist ein, kann man sagen, ein zutiefst traumatisierter, absolut junger, romantischer Mann, ja. Absolut. Mhm. Und in seiner Erinnerung ist also dieser Dämon, dieser Sandmann, diese Schreckensfigur gleichzusetzen mit diesem Coppelius. Und er trifft einen Wetterglashändler, der genauso aussieht und von dem er auf einmal überzeugt ist, das ist Coppelius. Der heißt auch noch Coppola, hat denselben Namen. Und in seinen Briefwechsel mit seiner Verlobten versucht er also diese Position zu beziehen und seine Verlobte Clara versucht das rational auszuräumen. Die versucht zu sagen, das ist nur Einbildung gewesen, das waren alchemistische Experimente, die dein Vater durchgeführt hat und du hast das dann mit dem Sandmann, mit der Schreckensfigur gleichgesetzt. Also den Sandmann gibt es gar nicht so. Genau, den gibt es gar nicht, nur in deiner Vorstellung. Und das lässt er erstmal gelten, aber es lässt ihn nicht los und er dichtet dann über den Sandmann. Er schreibt dann Gedichte und düstere Erzählungen und sowas und damit kann seine Verlobte Clara überhaupt nichts anfangen. Die findet das alles furchtbar öde und langweilig und verstörend und möchte lieber einfach, dass er wieder die Freude am Leben zurückgewinnt und sich nicht mehr damit beschäftigt. Ja, die hat er eigentlich nie gewonnen, ne? Also hat er eigentlich nie. War immer ein traumatisierter Jammerlauf mehr. Zumindest soweit wir das in der Erzählung mitbekommen. Und darüber verwerfen die sich, aber versöhnen sich auch wieder. Und dann geht er aber wieder zurück studieren und dann hat er erstmal keinen Kontakt zu Clara und dann muss er umziehen, weil seine Wohnung Feuer fängt, ist egal. Also auf jeden Fall hat er dann eine neue Wohnung und trifft diesen Wetterglashändler wieder und kauft von dem ein Perspektiv, also ein kleines Fernrohr. Und ist mittlerweile auch der Überzeugung, das war jetzt nur Einbildung, das ist nur ein Händler, der hat mir jetzt dieses Perspektiv verkauft. Und dann schaut er damit immer in die Wohnung seines Nachbarn, des Professors Balanzini. Und dort sitzt dessen Tochter immer an einem Tisch und diese Tochter ist wunderschön durch dieses Perspektiv, schön anzuschauen und Nathanael verliebt sich in sie, in die makellose Schönheit dieses Mädchens. Ja, so ein bisschen voyeuristisch ist das schon, das kann man wohl sagen. Und dann hat er die Gelegenheit, sie kennenzulernen. Es gibt einen Ball, wo er eingeladen ist, wo der Professor Spallanzini seiner Tochter der Öffentlichkeit vorstellt. Und Nathanael verliebt sich abgöttisch in dieses Mädchen. Clara ist die ganze Zeit nicht dabei. Ja, Clara ist vergessen. Clara ist weg in diesem Moment für Nathanael. Ja. Es wird nochmal erwähnt, dass er ja eigentlich Clara liebt, aber das ist schnell beiseite geschoben. Ja. Und eigentlich verliebt er sich dann in diese Olympia, so heißt sie. Und diese Olympia ist wirklich makellos, aber irgendwie ein wenig leblos von ihrer Art her. Sie wirkt ein wenig, ja, dümmlich, könnte man sagen, auf den Rest der Gesellschaft zumindest. Er hat einen Freund, Sigmund heißt er netterweise, der auch sagt, warum, was findest du denn an diesem Mädchen? Wir finden die alle dumm. Ja. Und Nathanael... Das ist ja keine ungewöhnliche... Nö, kann passieren. Und Nathanael ist einfach nur der Ansicht, ihr versteht mich nicht, ihr versteht unsere Liebe nicht und wir lieben uns halt und so. Und dann auf diesem Ball erwidert sie seine Liebe, zumindest glaubt er das. Und dann will er schon den Ring, den seine Großmutter ihm geschenkt hat, für sie holen und so weiter und so fort. Und er läuft der will zu ihr und kriegt aber mit, irgendwie ist da gerade ein Lärm, gerade ist da ein Streit. Und da sind tatsächlich dieser Professor Spallanzini und der Wetterglashändler Coppola. Und die streiten sich und schlagen sich. Und wie Nathanael auf einmal sieht, reißen sie Olympia sozusagen auseinander. Denn Olympia ist gar kein Mensch, sondern ein Automat. Sie ist ein künstlicher Mensch voller Räderwerke und Künstlichkeit, ein einziger Automat. Und wird in diesem Moment von diesen beiden Streithähnen auseinandergerissen. Nathanael verkraftet das nicht so gut, er rastet aus, attackiert Spallanzini, Coppola verschwindet und Nathanael fällt dann in Ohnmacht und wacht wieder auf mit irgendwie seiner Familie um sich herum. Die Mutter, Lothar, sein brüderlicher Freund und eben Clara sind angereist. Und ja, dann ist erstmal alles wieder gut. Also,
Es wurde enttarnt, dass Olympia eigentlich eine künstliche Frau war. Das ist ja verstörend genug eigentlich. Verstörend genug, eigentlich ja. Sollte man meinen, ja. Olympia war ein Automat, ein Roboter. Und das ist jetzt aber enttarnt und Nathanael verkraftet das eigentlich erstaunlich gut in dem Moment, verliebt sich wieder in Clara, die das auch ganz gelassen hinnimmt alles. Und dann sind sie wieder zusammen und die Mutter hat aus irgendwelchen Gründen ein Landgut geerbt, auf das sie dann wieder ziehen wollen, als Familie hinziehen. Und vorher machen sie noch einen Ausflug in die Stadt, gemeinsam als Familie. Und da sehen sie einen Rathausturm, auf den sie hinaufsteigen, um den zu besichtigen. Und dann begutachten sie die Landschaft und benutzen dann dieses Perspektiv, dieses Fernglas, das Nathanael von Coppola gekauft hat. Ja. Und er schaut da durch in die Landschaft zuerst und dann richtet er dieses Fernglas auf Clara und dann ergreift ihn ein Wahnsinn. Und er fängt an zu brüllen und brüllt Holzpüppchen, was er vorher zu dem Automaten Olympia gesagt hat, und will Nathanael von dem will Clara, Entschuldigung, von dem Turm werfen. Und Lothar hindert ihn daran. Und im Endeffekt wirft Nathanael sich selbst von dem Turm, begeht Selbstmord, wenn man so will. Entdeckt vorher noch Coppola, der in der Menge steht, angeblich. Und dann im schwindenden Augenlicht, als er auf dem Kopfsteinpflaster sterbend liegt, ist Coppola wieder verschwunden und Nathanael stirbt. Das ist das Ende der Erzählung. Ja. Das war's dann. Ja. Ja, also erstmal eine sehr, man kann sagen, erstmal eine sehr wirre Erzählung. Und eigentlich. Wirr also und wild. Wirr, wild und ein großes Durcheinander auch von Handlungssträngen, die auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Man hat den Eindruck, da werden eigentlich mehrere Geschichten erzählt und durcheinander gebracht. Unbedingt. Wie bringen wir da so ein bisschen Ordnung rein? Oder ist das überhaupt möglich, da ein bisschen Ordnung reinzubringen? Na, Ordnung können wir reinbringen, natürlich, indem wir das erstmal auseinanderklamüsern, die beiden Geschichten. Wenn man anfangen will, dann erstmal mit der Sandmann-Motivik wahrscheinlich am besten. Ja. Und was die für diese Geschichte so bedeutet. Ja. Ja, wenn wir über den Sandmann vielleicht erstmal einfach drüber reden, der Sandmann ist keine Erfindung von E.T.R. Hoffmann. Mhm. Der Sandmann ist ja allgemein bekannt, in der bekanntesten Form im Sandmännchen heute, was so die letzte Stufe der Entwicklung einer sehr, sehr langen Entwicklung ist. Also denn die ursprüngliche Figur des Sandmanns oder seiner Vorläufer hatte eigentlich mit dem Sandmännchen überhaupt nichts zu tun. Genau, wir haben das liebe, harmlose Sandmännchen, das uns die Träume bringt. Der Sand wird uns in die Augen gestreut und dann wacht man morgens auf und hat den Sand in den Augen, weil es uns ja die Träume gebracht hat. Ja. All das, das ist eine relativ neue Erfindung tatsächlich. Das geht dann auf Andersen zurück und auf die Märchen, die der geschrieben hat. Die Sandmann-Figur ist wesentlich älter, geht auf andere Sagenfiguren zurück, bis hinein in den griechischen Raum der griechischen Götterlegenden und des Gottes Hypnos, des Gottes des Schlafes und dessen Dämonen, Gehilfen, Geister, die dafür auch mit zuständig waren, für Träume, aber auch für Albträume. Ja, Träume und Visionen auch und auch in gewisser Weise für den Tod. Der Schlaf wird immer auch in der antiken Mythologie als Bruder des Todes dargestellt und eben auch durch die Träume auch als Geschichtenerzähler. Also da haben wir wieder so das Bindeglied dann zum heutigen Sandmännchen in gewisser Weise. Der Sandmann bei Hoffmann ist eigentlich so eine Art Zwischending zwischen den mythologischen, halbdämonischen Figuren und dem heutigen Sandmännchen. Er ist eigentlich eine Kinderschreckfigur. Also es ist schon dieses Motiv, dass man so den Kindern da eine Geschichte erzählt, aber nicht so in der heutigen Weise, gleich kommt das Sandmännchen, erzählt dir noch eine Geschichte, sondern eher so in der Form, wenn du nicht artig bist, kommt der Sandmann. Also eine Kinderschreckfigur, der etwas ganz, ganz Abscheuliches tut, nämlich also etwas wirklich Perverses. Er reißt den Kindern die Augen aus. Richtig. Er streut nicht da einen netten Sand rein, sondern er reißt ihnen die Augen aus und sammelt sie ein. Also wie Knecht Ruprecht, dass sie dann so in einen Sack steckt und damit weggeht. Genau, und die Textstelle, in der das beschrieben wird, in der Nathanael diese Geschichte von seiner Amme erzählt wird oder von einer älteren Frau, die hören wir jetzt. Die hören wir uns mal an, ja.
Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns Kinder zu erfahren, frug ich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete, was denn das für ein Mann sei, der Sandmann. »Ei, Tanelchen«, erwiderte diese, »weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf.« Grässlich malte sich nun im Inneren mir das Bild des grausamen Sandmanns aus. So wie es abends die Treppe heraufpolterte, zitterte ich vor Angst und Entsetzen. Nichts als den unter Tränen hergestotterten Ruf »Der Sandmann! Der Sandmann!« konnte die Mutter aus mir herausbringen. Ich lief darauf in das Schlafzimmer, und wohl die ganze Nacht über quälte mich die fürchterliche Erscheinung des Sandmanns. Ja, das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr gruselige Geschichte, wie sie da erzählt. Ja, aber der Sandmann, wie gesagt, so als eine, als ein Ammenmärchen. Also ganz klar nicht als eine reale Figur, sondern als ein Ammenmärchen, was so dusselige alte Ammen eben den Kindern erzählen, damit sie brav ins Bett gehen. Und jetzt geschieht etwas ganz... sag mal so, die Amme verfehlt aber mit der Erzählung ihren Zweck, so wie man ihn nur verfehlen kann. Der Junge geht nämlich nicht ins Bett, sondern er will wissen, was hat es denn mit dem Sandmann wirklich auf sich. Er will den Sandmann sehen, er will das Geheimnis des Sandmanns gelüftet wissen. Und er macht das konkret an einer anderen Figur fest, nämlich an dem Advokaten Coppelius, der ein Mitarbeiter, ein Freund, ein Bekannter seines Vaters ist, der immer zu Besuch kommt und der ein Freund, es wird nicht so ganz geschildert, also es scheint eine Figur zu sein, vor dem der Vater und auch die Mutter extreme Angst haben, dadurch auch wirklich eine Horrorszene. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Eltern nicht die Funktion des Beschützers erfüllen, und hier sind die Eltern beide absolut wehrlos gegenüber diesem Coppelius. Man weiß nicht warum, aber der Vater und auch die Mutter haben definitiv Angst vor diesem Coppelius. Und Coppelius macht sich ja auch eine Freude daraus, den Kindern Angst einzujagen. Ja. Er bedrängt die Kinder bewusst, er macht Späße mit ihnen. Das kann man vielleicht interpretieren als harmlose Späße aus der Distanz, aber Nathanael in seiner Erinnerung erlebt ihn als wirklich dämonisch. Und man könnte sagen, ein sehr unsympathisch aussehender, unsympathisch wirkender Mann, der imstande ist, einem kleinen Jungen, vor allem so anhand dieser Erzählung, Angst einzujagen. Und was aber dadurch gesteigert wird, dass Nathanael diesen Mann, diesen Coppelius, der wahrscheinlich möglicherweise gar nicht besonders bemerkenswert ist, hat mit der Figur des Sandmanns identifiziert. Und gleichzeitig aber auch feststellt, dass seine Eltern eben in irgendeiner merkwürdigen, nicht genau geklärten Form der Abhängigkeit zu diesem Coppelius stehen. Ja, und dass sein Vater mit ihm auch Dinge durchführt, die irgendwie gruselig wirken. Ja. Der Vater begibt sich dann mit Coppelius in Räume, die vorher nicht genau definiert wurden. Da ist ein Wandschrank, der eigentlich ein Wandschrank ist, aber dann ein Raum dahinter, wo die Experimente zusammen anstellen und wo Coppelius mit dem Jungen auch Sachen anstellt, die in dieser Erinnerung, also beschrieben wird das, als er schraubt ihm Arme und Hände ab, also auch diese fantastische Vorstellung. Aber Nathanael hat ein entsetzliches Erlebnis dort, dass sein Vater auch nicht, er kann Coppelius nicht daran hindern, mit dem Jungen auf jeden Fall Sachen zu machen, die der nicht will. Man eigentlich versteckt er sich ja. Also er folgt nicht der Amme und geht ins Bett oder der Mutter geht ins Bett, sondern er versteckt sich. Genau, er hat sich reingeschlichen. Und er schleicht sich rein und wartet da ab, bis Coppelius kommt. Und dann weiß man ja gar nicht genau, was passiert. Ist das dann noch Traum? Ist das Wirklichkeit? Er erlebt nur diese, er umgeht dieses Verbot und will es eigentlich wissen, was ist tatsächlich los. Und Coppelius sagt aber auch schon, du hast so schöne Augen, ich nehme dir die Augen weg. Also dieses Sandmann-Motiv wird dann direkt auch von ihm geäußert.
Und darüber hinaus, über diese Missbrauchserfahrung, verfällt der junge Nathanael erstmal in ein Fieber. Und dann, ein Jahr später, kehrt Coppelius zurück und es gibt erneut eine solche Szene, wo Coppelius sich mit dem Vater zurückzieht. Mhm. Nur, dass es dann eine Explosion gibt und der Vater stirbt. Ja. Also wahrscheinlich bei irgendeinem misslungenen Experiment. Genau, und so beschreibt das dann auch die Verlobte von Nathanael, Clara, in einem Brief, den sie an ihn schreibt. Also am Anfang ist diese Erzählung ein Briefroman, wenn man so will. Es sind Nathanaels Briefe und Claras Briefe. Und Clara hat eine ganz spannende psychologische Deutung von all dessen. Sie sagt, Coppelius ist ein Dämon in deinen Gedanken, er ist ein innerer Dämon und eigentlich ist das, was da passiert ist, dass dein Vater mit Coppelius eigentlich nur Alchemie betrieben hat, alchemistische Experimente und du hast ihn in deiner Fantasie zum Dämon gemacht. Mhm. Alchemie, muss man ja dazu sagen, war damals, also 19. Jahrhundert, waren schon die Anfänge der Naturwissenschaften, aber davor war ja Alchemie dasselbe wie Wissenschaft. Magie und Wissenschaft war im Wesentlichen dasselbe. Alchemie war eigentlich die Kunst, Gold herzustellen, aber es war gleichzeitig, waren es die ersten Laborexperimente und es gab keine Trennschärfe zwischen... Ja, aber mit einer gewissen Ambivalenz. Also so die Alchemiker, also der bekannteste ist ja Dr. Faustus, da ist auch immer sowas schon vom Teufelsbund auch noch mit drin. Ja, aber eben deswegen. Es war dasselbe. Es war das Satanische und Magische und die wissenschaftlichen Experimente. Dazwischen bestand kein Unterschied. Interessant ist ja auch keine Trennschärfe. Den Zusammenhang, dass Nathanael, den wir eigentlich so als den klassischen Romantiker beschreiben können, also diese Figur, der seine Vorstellung der Realität immer vorziehen wird, trotzdem eigentlich auch einen gewissen aufklärerischen Ansatz hat, nämlich indem er wissen will, was Sache ist. Mhm. Also er versteckt sich, er beobachtet, er will eigentlich so ganz empirisch dem nachgehen, was ist denn da los? Aber es gelingt ihm nicht, weil er so angstbesetzt ist und so in seiner Vorstellungswelt gefangen ist, dass er vielleicht es auch gar nicht wissen will. Vielleicht will er auch das Unheimliche, das Gefährliche, das Satanische sehen und nicht das Profane. Das Gewöhnliche, das im vergleichsweise Harmlose. Und diese Polarität wird ja danach umso deutlicher, denn nachdem Nathanael diese Erfahrung, Coppola wiederzusehen und an seine Kindheitserinnerungen zurückgeworfen zu werden, nachdem er das Clara geschrieben hat und Clara ihm zurückgeschrieben hat, danach kommt er zurück zu ihr und versucht, diese Liebesbeziehungen wieder aufzunehmen und sie tröstet ihn auch zunächst nur all das. Und dann wird aber deutlich, dass sie jetzt eigentlich die Sache abgehakt wissen möchte. Ja. Das war alles Einbildung und es ist jetzt alles wieder gut und so soll es wieder mein lieber Nathanael sein. Mhm. Und Nathanael möchte aber darin schwelgen eigentlich. Ja, ja. Er ist nämlich ein Dichter. Er ist eigentlich der Prototyp des romantischen Dichters und er möchte diese unheimliche Erfahrung für sich ausloten. Ja. Er möchte daraus Gedichte schreiben, Texte verfassen und Clara ist davon entsetzlich gelangweilt. Ja, vielleicht so kann man so sagen, so die klassische Liebeskonstellation, die nicht funktionieren wird. Sie ist ein fröhliches Mädchen. Ein fröhliches, bescheidenes, ein bisschen oberflächliches, langweiliges Mädchen. Ja, Moment, oberflächlich sagt Nathanael. Das ist sein Blick auf sie, dass sie oberflächlich ist. Ja. Eigentlich kann man sagen, sie hat einfach einen klaren Blick auf die Welt und sieht das Ganze, ordnet das eigentlich alles ganz gut ein. Ja. Nur, dass er das als Oberflächlichkeit empfindet, dass sie die Untiefen seines Gefühls nicht anerkennen kann. Damit ist sie für ihn als Liebesobjekt eigentlich nicht wirklich geeignet. Also man eigentlich direkt, nicht. Das wird nichts werden. Das wird nichts werden und man... Klappt nie. Sie ist möglicherweise an ihm ein bisschen interessiert, weil Romantiker auch immer einen gewissen Unterhaltungswert haben, aber man weiß eigentlich genau, sie wäre besser mit so seinem besten Freund da, mit Sigmund oder Lothar, mit denen wäre sie da besser irgendwie. Lothar ist ihr Bruder, das würde ein bisschen angehen. Ach Gott, was sie an ihm findet, sei immer dahingestellt, weil er ist eigentlich, weiß ich nicht. Aber die Sache ist. Er ist ein
ein traumatisierter Egomane. Egomane, wo Sex interessiert sich auch gar nicht besonders für sie. Nee, und das wird vor allen Dingen dann auch deutlich, wenn er ihr ihre Gedichte vorträgt, was er dann immer tut. Ja, er dichtet dann, er dichtet vor sich hin. Sie muss sich das anhören, finde ich. Das ist entsetzlich langweilig. Das wird auch deutlich, weil sie dabei dann strickt oder sowas. Und das ist ganz fürchterlich. Und er versteht gar nicht, warum sie die großen Wahrheiten, die er da auspackt, nicht so richtig verstehen kann. Ja. Die Textstelle dazu hören wir uns kurz an. Am frühen Morgen, wenn Clara das Frühstück bereiten half, stand er bei ihr und las ihr aus allerlei mystischen Büchern vor. Das Clara bat, aber lieber Nathanael, wenn ich dich nun das böse Prinzip schelten wollte, das feindlich auf meinen Kaffee wirkt? Denn wenn ich, wie du es willst, alles stehen und liegen lassen und dir, indem du liesest, in die Augen schauen soll, so läuft mir der Kaffee ins Feuer und ihr bekommt alle kein Frühstück. Talel klappte das Buch heftig zu und rannte voll Unmut fort in sein Zimmer. Sonst hatte er eine besondere Stärke in anmutigen, lebendigen Erzählungen, die er aufschrieb und die Clara mit dem innigsten Vergnügen anhörte. Jetzt waren seine Dichtungen düster, unverständlich, gestaltlos, sodass, wenn Clara schonend es auch nicht sagte, er doch wohl fühlte, wie wenig sie davon angesprochen wurde. Nichts war für Clara tötender als das Langweilige. In Blick und Rede sprach sie dann ihre nicht zu besiegende geistige Schläfrigkeit aus. Nathanaels Dichtungen waren in der Tat sehr langweilig. Sein Verdruss über Claras kaltes, prosaisches Gemüt stieg höher. Clara konnte ihren Unmut über Nathanaels dunkle, düstere, langweilige Mystik nicht überwinden. Und so entfernten beide im Inneren sich immer mehr voneinander, ohne es selbst zu bemerken. Ja, das ist so die klassische Situation. Der Dichter trägt mit unglaublich viel Gefühl und Überspanntheit etwas vor und das normale Mädchen reagiert mit Unverständnis und eigentlich auch mit kaum verheimlichter Langeweile darauf. Was ich ganz spannend finde, ist ja, dass Clara hier die Vernunft verkörpert und Nathanael das Schwärmerische, was eigentlich die Geschlechterrollen, wie wir sie klischeeweise heute haben, eigentlich umkehrt. Die Frauen sollen ja angeblich immer die Emotionalen sein und die Männer die vernünftigen, klaren Verstandsmenschen. Hier wird deutlich, dass das eine historische Konstruktion ist. Im Zeitalter der Romantik war es dann so, dass der Mann der Schwärmerische ist, das schwärmerische Genie, und die Frau ist die langweilige Vernünftige in diesem Fall jetzt. Ja. Aber das ist natürlich auch E.T.H. Hoffmanns Selbstironie zu verdanken, der sich ein bisschen über die Dichter der Romantik lustig macht. Ja, ich meine, das Ganze ist, es ist eine Schauergeschichte natürlich, aber es ist ja eben auch, wie wir vorhin schon meinten, sehr viel anderes. Es ist eben auch eine Literatursatire. Wir müssen vielleicht ein bisschen was über die Romantik sagen an diesem Punkt. Und über diese Strömung der romantischen Literatur. Ja. Hoffmann ist in der deutschen Romantik schon ein bisschen eine Ausnahmefigur, weil er sich, er hat natürlich gewissen Regeln der Romantik, ist er gefolgt, aber er hat sich mehr als die anderen der Schattenseiten angenommen. Er ist also der... Man tut ihm Unrecht, wenn man ihn nur als Autor von Gruselgeschichten, es gibt ja so diesen Namen der Gespenster, Hoffmann, das war er auch, aber nur unter anderem hat er auch sehr viel anderes geschrieben, also auch Erzählungen, die nicht dem Gruselgenre im weitesten Sinne angehören, aber dadurch ist er besonders bekannt geworden und da hat er auch die größte Wirkung gehabt. Edgar Allan Poe zum Beispiel hat sich ausdrücklich auf Hoffmann berufen und interessanterweise auch der von uns, es gibt bis heute, also der von uns beiden sehr geschätzte David Lynch hat einmal in einem Interview gesagt, dass er von Hoffmann sehr, sehr geprägt ist, was man muss eigentlich nur Mulholland Drive oder Lost Highway erwähnen, um nur zwei zu nennen, wo man Motive von Hoffmann jederzeit wiederfindet. Ja, die Romantik ist ja interessanterweise auch, oder etwas vor der Romantik schon, ist ja interessanterweise auch die Geburtsstunde der Gruselliteratur gewesen. Also die Gruselliteratur ist eigentlich erst in der Spätaufklärung und der Zeit der Romantik erst so einigermaßen entstanden. Vielleicht reden wir da ein bisschen was drüber. Warum eigentlich so spät erst? Also warum kommt dieses Genre, was ja heute ein sehr, sehr dominantes und bekanntes ist, warum ist das erst so spät aufgetaucht in der Literaturgeschichte? Ich glaube, zumindest können wir sehr deutlich sagen, warum es ausgerechnet in der Romantik aufgetaucht ist. Denn die Romantik als literarische Bewegung hat sich ja vor allen Dingen von der Aufklärung abgesetzt. Die Literatur der Aufklärung
hatte den Anspruch, über den Verstand zu wirken und erzieherisch zu wirken auf den Menschen und über die Vernunft uns Themen zugänglich zu machen, um die Welt besser zu verstehen. Mhm. Die Romantik hat sich davon abgewendet. Das hatte politische Hintergründe, das hatte damit zu tun mit einer Enttäuschung über die politischen Verhältnisse. Die Revolution in Frankreich hatte stattgefunden, war aber letztlich gescheitert. Der Wiener Kongress hat wieder monarchistische Verhältnisse wieder gefestigt und es gab wenig Hoffnung auf eine politische Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und die Romantiker haben sich dementsprechend... Also so eine Enttäuschung, die Aufklärung hat es nicht gebracht, so ungefähr. Genau, ja. Und die Romantik hat sich dementsprechend von der Politik abgewendet und vom Verstand abgewendet und sich inneren Welten zugewandt und hatte den Anspruch, eine fantastische Welt zu entdecken. Und wichtig ist dabei vielleicht zu sagen, dass das nicht nur eine innere Welt war, um die es ging, sondern dass der romantische Zugriff einer war, der aus dem Inneren heraus auf die ganze Welt gewirkt hat. Mhm. Das heißt, es ging um eine Poetisierung, um eine Romantisierung der Wirklichkeit. Also der Gedanke war, dass man die Realität, in der Realität das Romantische entdecken kann. Das musste man nicht hinzuerfinden, das war keine Parallelwelt, das war nicht Fantasy, wie man es heute sehen würde, als Eskapismus, sondern es war eine Romantisierung der Welt. Ja, vielleicht auch durchaus aus einem ästhetischen und Grund. Die Aufklärung, das kommt ja auch in diesem Text ganz schön raus, unsere Clara, die wir hier haben, ist ja auch ein bisschen langweilig. Eine fürchterliche Vertreterin der Aufklärung. Die Aufklärung, wenn du die deutsche Literatur oder nicht nur die deutsche Literatur der Hofaufklärung, Hochaufklärung durchliest, die ist schon ziemlich langweilig. Ja. Also so Gottsched man ja eigentlich nicht mehr lesen. Also eigentlich ging es darum, die Welt auch wieder spannender zu machen. Ja, durch die Aufklärung, jede Strömung bringt ja auch eine Gegenströmung hervor und jede Strömung bringt ja jeder Fortschritt, sagen wir mal, ist ja auch mit Verlusten erkauft. Und die Aufklärung hat sicherlich den Verlust der Entzauberung mit sich gebracht. Und die Romantik ist eigentlich das Ziel gewesen, die Welt wieder zu verzaubern, nachdem der christliche Glaube schwach und mürbe geworden war und dadurch die Welt sozusagen so auf einem etwas dürreren Fundament stand, auf einem etwas fantasieloseren, uninteressanteren Fundament. Genau, und dementsprechend hat sich die Romantik eben auch dem Mittelalter zugewendet und den Sagen und den mystischen Vorstellungen, die man von der Welt sonst hatte. Eichendorff oder Novalis haben versucht, die romantische Schönheit, die Poesie der Natur und die Mystik der Welt um uns herum herauszustellen. Es gibt hier in dem Zusammenhang ein schönes Zitat von Eichendorff, was so das romantische unübertrefflich zusammenfasst, ein sehr berühmtes Zitat. Ich will es mal kurz vorlesen, das glaube ich, das besser formuliert, als wir das können. Zitat Novalis: Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Und das ist auch das, was Hoffmann tut. Hoffmann macht es in einer etwas anderen Form als die anderen uns bekannten deutschen romantischen Dichter, weil er sich mehr als sieben der Nachtseiten, nicht von ungefähr heißt das Stück Nachtstücke, annimmt, also so dem ganzen Bereich des Düsteren, Abwegigen, des Krankhaften, des Perversen, des dem Wahnsinn Verwandten. Das ist in der Romantik generell etwas angelegt, aber Hoffmann bringt es, und er bringt es eben auch hervor, aus dem... Deswegen passt dieses normale Zitat ganz gut aus dem Alltäglichen heraus. Die Hoffmann-Figuren sind eigentlich immer Alltagsfiguren, die aber einen doppelten Boden haben. Ja. Dadurch sind sie typische, wir haben schon vorher darüber geredet, typische Hoffmanneske Figuren. Hoffmann ist ja einer der ganz wenigen Autoren, deren Name zum Wort geworden ist, also ähnlich wie bei Kafka. Mhm. Und nicht ganz so inflationär wie Kafkaesk gibt es aber auch das Wort Hoffmannesk eben. Und eine Hoffmanneske Figur ist eben immer eine Figur, ähnlich wie Hoffmann selber, der im Gegensatz zu den meisten anderen romantischen Dichtern zum Beispiel einen Brotberuf hatte. Denn das ist eher ungewöhnlich, denn Romantiker arbeiten ja eher nicht. Also Romantiker haben entweder Geld oder sie sind bettelarm und schaffen eben... der Taugenichts, genau, ist also einer der eben Texte der Romantik. Die armen Poeten. Aber Hoffmann war ein
eben auch das extreme Gegenstück, er war ein Jurist, und zwar ein sehr erfolgreicher Jurist, also hatte eine Art, wie Savransky das ausgedrückt, eine Doppelexistenz geführt, mit der er recht gut leben konnte. Und mindestens Doppelexistenz. Nachtstücke wohl auch, weil er seine Stücke nachts geschrieben hat, weil er einfach tagsüber keine Zeit hatte. Und es war schon fast eine Triple-Existenz, war er ja neben dem nachts dichtenden Autor und dem tagsüber erfolgreichen Juristen auch noch jemand war, der viel in den Kneipen gesessen hat und Wein getrunken hat. Und, auch früh deswegen gestorben ist, wahrscheinlich an Leberzirrhose oder Syphilis, also typischen Romantiker-Sterbegründen. Und er war auch jemand, der dafür ein bisschen bekannt war. Also Leute sind dann auch ihn besuchen gekommen in dieser Kneipe, von der man wusste, da sitzt Luther Hoffmann. Luther und Wegner in Berlin, die gibt es immer noch. Und ist man dann hingekommen. Und da wusste man, Hoffmann sitzt da und fängt irgendwann auch an, Reden zu schwingen. Also er war auch unterhaltsam wohl und konnte den ganzen Saal unterhalten. Und also wirklich eine spannende Person auch. Ja, und darüber hinaus auch eine Figur, eine ästhetisch wohl auch etwas abstoßende Figur. Er war sehr, sehr klein, etwas verwachsen, wohl bucklig, hatte ein hässliches Vogelgesicht. Ihm fehlte also völlig so der goethische Geniekopf. Und den meisten seiner Figuren eignet das auch. Also wenn man so ganz bekannte Figuren von ihm nimmt, wie zum Beispiel auch die Gestalt aus Nussknacker und Mausekönig, es sind meistens so diese verschrobenen Leute, die schon irgendwie einen bürgerlichen Beruf haben, aber sich eigentlich mit ganz anderen Sachen beschäftigen und immer auch so ein bisschen was Abgründiges, Dunkles, Zwiespältiges haben. Also Figuren, die nach außen hin durchaus zur bürgerlichen Welt gehören, aber man weiß, da ist im Subterrain geht was ganz anderes vor sich. Deswegen immer Gestalten, die so sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen sind, und das sind auch das ist auch hier im Sandmann erkennbar. Bei Nathanael ist das weniger der Fall. Nathanael ist bei ihm tatsächlich eher so, da macht er sich, glaube ich, über die Romantik selbst. Er gehörte nämlich dieser Schule auch nie so komplett an. Er gehört jetzt nicht zu den Schlegel-Brüdern dieser Schule, Tieck und so, sondern er war ein Außenseiter. Er war nie Teil dieser romantischen Bewegung, dass er da irgendwie einer Schule angehört hat, sondern er war für sich, er war ein Solitär, und da macht er sich über die Romantiker auch, wissend, dass er selber einer war, macht er sich aber auch lustig. Ja, das merkt man an diesen Textstellen sehr deutlich. Also die Romantiker waren ja auch nicht alle unironisch. Heine war auch jemand, der... Ne, nein, Ironie ist ja eigentlich ein romantisches Konzept. Absolut, aber hier wird es doch sehr, sehr deutlich. Heine ist natürlich später, Hier wird es auch sehr, sehr deutlich, wie Hoffmann sich über die Romantiker lustig macht, über diese Figur des Nathanael, den man wirklich nicht ernst nehmen kann. Auch anhand der Sturz vom Elegischen ins Banale. Ne? Auch anhand der Art und Weise, wie das beschrieben ist, wird einfach deutlich, wie albern das ist. Gleichzeitig, es ist aber nicht so, als wäre Nathanaels Dichtung, wie sie uns jetzt tatsächlich begegnet, wirklich völlig sinnlos. Nein. Denn insbesondere ein Gedicht, das er verfasst hat und das dann wiedergegeben wird, also nicht in Gedichtform, aber es wird dann beschrieben, was er da gedichtet hat, ist ganz, ganz zentral für diesen Text. Denn er versucht da, seine Beziehung zu Clara zu fassen und die Rolle, die Coppola in seinem Leben spielt, und versucht das alles in seine Kunst zu fassen. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Gedicht sozusagen als Kern schon die ganze Handlung der Erzählung innehat. Genau, und deswegen hören wir uns das mal gerade an. Endlich, als sie schon am Traualtar stehen, erscheint der entsetzliche Coppelius und berührt Claras holde Augen. Die springen in Nathanaels Brust wie blutige Funken, sengend und brennend. Coppelius fasst ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturmes und ihn sausend und brausend fortreißt. Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan grimmig hineinpeitscht in die schäumenden Meereswellen, die sich wie schwarze, weißhauptige Riesen emporbäumen in wütendem Kampfe. Aber durch dies wilde Tosen hört er Claras Stimme. Kannst du mich denn nicht erschauen? Coppelius hat dich getäuscht. Das waren ja nicht meine Augen, die so in deiner Brust brannten. Das waren ja glühende Tropfen deines eigenen Herzbluts. Ich habe ja meine Augen, sieh mich doch nur an. Nathanael denkt, das ist Clara und ich bin ihr eigen ewiglich. Da ist es, als fasst der Gedanke gewaltig in den Feuerkreis hinein, dass er stehen bleibt. Und im schwarzen Abgrund verrauscht dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen, aber es ist der Tod, der mit Claras Augen ihn freundlich anschaut.
Ja, das kommt da jetzt doch etwas überraschend. Wir haben ja vorhin Nathanael als einen schlechten Dichter bezeichnet. Und jetzt stellen wir aber fest, dass er doch etwas mehr ist als das. Das Gedicht selber ist uns zwar von E.T. Hoffmann vorenthalten worden, wahrscheinlich wegen der miserablen Qualität des Gedichts, aber wir stellen fest, dass dieses Gedicht oder dieser Traum oder was es ist, durchaus visionäre Züge hat. Das ist es ja. Ne? Es wird ja nicht als ein Stück Literatur vorgestellt, sondern es liest sich wie ein Traum, wie eine Vision, die über Nathanael hereinbricht. Und eine Vision, die wahnsinnig viel aussagt über Nathanael und über die ganze Handlung der Erzählung. Es fasst zum einen ja Nathanaels Situation, wo er mit Clara eigentlich idyllisch leben können sollte, aber Coppola in sein Leben eingreift. Zum anderen aber ist motivisch durch die Art und Weise, wie hier das Augenmotiv benutzt wird, sagt es noch sehr viel mehr aus. Insbesondere, dass Coppola Claras Augen herausreißt, wie es der Sandmann ja tun würde, und diese Augen in Nathanaels Brust fliegen und er dadurch in den Wahnsinn gerät. Aber dann sagt Clara ja, das sind gar nicht meine Augen, sondern das sind Tropfen deines Herzblutes. Mhm. Und das zeigt eben wieder, dass Nathanael sich doch immer nur um sich selbst kreisen kann, dass er Clara gar nicht sieht, sondern dass er im Endeffekt immer nur auf sich selbst bezogen ist. Mhm. Was ja damit auch schon auch vorgreift auf Olympia, die dann diese Rolle eben ja gerade deswegen spielt, weil er nur seinen eigenen Spiegel immer sehen will. Dazu kommen wir gleich noch mehr. Und zum anderen deutet es auch hin auf das Ende der Erzählung. Genau, es ist also nicht nur eine Vision, es ist eine Zukunftsvision. Ja, es ist eine Vorausdeutung für uns Leser zumindest. Mhm. Zumindest rückblickend, wenn man das Ende gesehen hat, kann man zurückblättern und sagen, ja. Moment, hier steht, der Tod schaut ihn aus Claras Augen an. Mhm. Und das ist genau das, was am Ende der Erzählung passiert eigentlich. Der Leser weiß das zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Für den Leser bleibt eigentlich nur der Eindruck einer gruseligen, unheilvollen Stimmung, die für den weiteren Verlauf der Geschichte nichts Gutes vermuten lässt. Er kann es eigentlich erst dann erkennen, wenn er die Geschichte dann nochmal liest oder sich dann erinnert gegen Ende der Novelle, wie das dann gelaufen ist. Ja. Genau, und sehr klar ist hier vor allen Dingen der Einbruch des Unheimlichen wieder. Und das Schreckliche kehrt natürlich auch wieder und das ist das Spannende. Wir gehen vom Satirischen jetzt erstmal dann wieder zurück sozusagen in den Gruselroman, denn Nathanael, wenn er dann wieder zurückkehrt ins Studium und dann begegnet er Coppola wieder, dem Wetterglashändler und Nathanael... Sag mir kurz, was ist ein Wetterglashändler? Ja, der verkauft Ferngläser. Im Wesentlichen. Ja. Er verkauft auch Brillen. Also Coppola, als er wieder auftaucht bei Nathanael, hat vor allen Dingen auch viele Brillen, die er mitbringt und kommt rein und sagt immer Sköne Oke, Sköne Oke. Also schöne Augen, schöne Augen. Was Nathanael gar nicht versteht, aber dann wird deutlich, das sind die Brillen, von denen er redet, die man aufsetzen kann, mit denen man besser sehen kann. Und er breitet die aus und so und will dem was verkaufen und Nathanael ist dann so ein bisschen auf klarer Linie und denkt sich, ja, dieser Coppola hier, das ist nicht der Dämon Coppelius, sondern der ist ganz normal, von dem kaufe ich jetzt was. Und der kauft halt dieses Perspektiv, dieses kleine Fernglas. Also eigentlich auch wieder so dieses Motiv, was ganz am Anfang aufkommt, er will wissen. Er will wissen und er will sehen. Er will wissen und sehen. Motiv. Aber, also eigentlich ein aufklärerischer Akt, es gelingt ihm nicht. Richtig. Denn er will dieses... Das Sehen geht ja letztendlich darum, dass er sich als Voyeur betätigt und dieses hübsche Mädchen, Olympia, von dem schon die Rede war, dann beobachtet. Und er sieht da etwas. Und das Wichtige ist, er sieht Olympia durch dieses Glas, als er sich in sie verliebt. Ja. Und dieses Glas kann man jetzt schon als verzerrende Wirkung sehen, sozusagen. Mhm. Da können wir später noch ein bisschen mehr drüber reden. Aber auf jeden Fall beobachtet er Olympia, die Tochter seines Nachbarn, des Professors Spallanzini. Ja. Spallanzini, das heißt eigentlich Spallanzini oder Spallanzani? Spallanzini. Spallanzini. Wer weiß es. War übrigens eine Figur, die mit der Hoffmann sich sehr beschäftigt hat, nämlich ein Wissenschaftler, der sich um künstliches Leben bemüht hat, was damals unter Wissenschaftlern häufiges Tätigkeitsfeld war. Natürlich, ne? Da sind auch so zeitsatirische Bezüge drin, die man heute nicht mehr so ohne weiteres erkennt. Die Namen sind aber sowieso alle recht viel sagen. Also nicht nur diese Offensichtlichkeit Coppola, Coppelius,
wo dann der Name Coppelius italienisiert ist. Mhm. Auch Clara ist natürlich ein sprechender Name. Olympia die, auch. Die helle Olympia, da kann man sich fragen, was ist das? Ist das eine Vorhonepiepelung der Klassik oder was auch immer? Nathanael ist ein sprechender Name. Da sind Geburt und Tod stecken da in diesem Namen drin. Man könnte und sogar sagen, ist vielleicht eine... ein bisschen zu viel fast aufgetragen. Ne? Ja. Und vielleicht auch eine Gegenthese zu Nathan dem Weisen, wenn man jetzt an die Aufklärung denken will. Ja, das wird zu weit. Ja, weiß ich. Wird wahrscheinlich Hinweis zu weit. Ist vielleicht, also... Aber ja, interessanter Gedanke. Ergibt zumindest Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass das vielleicht eine Provokation sein könnte, aber muss nicht so gemeint sein vom Autor. Kann man vielleicht einfach so lesen, wenn man möchte. Ja. Auf jeden Fall sieht er diese Olympia und verliebt sich durch dieses Perspektiv in sie. Das ist natürlich entscheidend, dass er sich durch dieses Perspektiv Also Olympia ist die Tochter von Spallanzani oder die vermeintliche Tochter und er sieht sie auf dem Balkon. Spallanzani ist da offensichtlich sein Nachbar. Ja, beziehungsweise in ihrem Zimmer und er sieht sie durchs Fenster. Sieht er also ein schönes, junges Mädchen sitzen. Und er verliebt sich in ihre Makellosigkeit. Mhm. Und dieses Mangel als Makel an Makel ist natürlich wichtig, weil sie das abhebt als Frauenfigur von Clara und gehen wir mal davon aus, auch von allen anderen Frauen, die man kennenlernen könnte. Mhm. Diese Frau ist makellos. Ja, ja. Und er verliebt sich abgöttisch in sie. Interessanterweise vergisst er Clara auch relativ schnell. Das ist relativ schnell abgehakt. Mhm. Sie bringt es ja auch nicht so richtig für sie. Also jemand, der immer sagt, hör mal auf, lass das sein, spinne ich rum. Und das ist das Spannende. Mhm. Olympia ist die Frau, die ihn versteht. Ja. Olympia ist eine Frau, der er begegnet und mit der er sich unterhält und die ihn versteht und die tiefgründig ist. Ja. Die endlich diese Tiefe der Seele, die er selber hat, auch besitzt. Und die ihm all das zurückgeben kann, was ihm die oberflächliche Clara nicht geben kann. Denn sie sagt immer ein Wort und dieses Wort lautet ach. Das sagt sie zweimal. Ach, ach. Genau. Und ach ist ein, da habe ich jetzt neulich auch, als ich den Text nochmal gelesen habe, drüber nachgedacht, ach ist ein sehr, sehr unterschätztes Wort in der deutschen Literatur. Es wird nämlich wirklich an prominenten Stellen gebraucht. Zum Beispiel Fausts Monolog beginnt erstmal mit habe ach und dann geht ein großer Wortschwall los. Wir kennen ihn. Kleists Amphitryon endet mit dem Wort ach. Das sind dann beides Situationen, wo die Leute eigentlich zu viel los, dass sie eigentlich nur noch mit ach reagieren können. Es gibt aber auch ein weiteres interessantes, sehr bekannt gewordenes ach, das ist Loriot. Und da ist ach eigentlich nur eine Floskel. Oder nicht mal eine Floskel, das ist so ach. Das ist eine schöne Zusammenführung, denn genau das ist es. Ne? Bei Olympia ist das ach eine Floskel, die Tiefsinn suggeriert. Ja, denn letztlich ist es mit genau ach kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. Also man kann, und sie sagt es vor allem zweimal, und wenn du ach sagst, wenn jemand dir ein Gedicht vorträgt und du sagst ach, dann hast du nichts falsch gemacht eigentlich. Ne? Und Nathanael birst ja schon vor Liebe, als er Olympia endlich kennenlernen darf. Mhm. Sie ist erstmal abgeschottet gegen die Außenwelt und dann stellt ihr Vater sie der Gesellschaft, der Stadt vor auf einem Ball und da kann er endlich mit ihr tanzen und sich mit ihr unterhalten. Mhm. Und da hören wir kurz rein in die Textstelle. So wie, als er Olympias kalte Hand berührte, fühlte er sich von innerem Grausen erfasst. Die Legende von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Sinn. Aber fest hatte er ihn Olympia an sich gedrückt. Und in dem Kuss schienen die Lippen zum Leben zu erwarmen. Der Professor Spallanzani schritt langsam durch den leeren Saal. Seine Schritte klangen hohl wider und seine Figur, von flackernden Schlagschatten umspielt, hatte ein grauliches, gespenstisches Ansehen. »Liebst du mich? Liebst du mich, Olympia? Nur dies Wort! Liebst du mich?« So flüsterte Nathanael, aber Olympia seufzte, indem sie aufstand, nur »Ach, ach!« »Ja, du mein holder, herrlicher Liebesstern«, sprach Nathanael, »bist du mir aufgegangen und wirst leuchten, wirst verklären mein Inneres immer da.« »Ach, ach«, replizierte Olympia fortschreitend. Das ist die Textstelle, an der also auch für Nathanael deutlich wird, dass Olympia ein Automat ist, weil sie zerrissen wurde von Spallanzani und eben wieder von Coppola.
Und sie ist ein Automat, ein Räderwerk, das zerpflückt wird von diesen beiden Streithähnen. Ja. Und ihre Augen landen dabei auf dem Boden. Spallanzani hat sich die Hand aufgeschnitten, deswegen sind sie blutig. Und er wirft diese Augen auf Nathanael und dann rastet er aus und attackiert ihn. Das ist jetzt alles ein bisschen viel für ihn, ja. Da kommt jetzt einfach zu viel zusammen. Also sowohl sein Kindheitstrauma taucht auf einmal wieder auf und seine Geliebte entpuppt sich als Automat. Und übrigens, dieses Augen auf die Brust werfen ist das Motiv aus dem Gedicht, das er Clara vorgelesen hat, um das nochmal kurz zu erwähnen. Aber also sie ist ein Automat. Und damit sind wir vor allen Dingen bei der Frau als Automaten. Darüber müssen wir vielleicht kurz erstmal sprechen. Ja, auch ganz merkwürdig eigentlich, dass hier sich eigentlich ein längere Zeit ein völlig anderer Erzählstrang aufgetan hat. Also der Sandmann war eine ganze Weile vergessen, dann es ging nur noch um Olympia und jetzt werden diese beiden, man denkt, also so fast ist das eigentlich ein schlechter Autor, hat er die eine Geschichte nicht so anders erzählt, beginnt jetzt mit irgendwas anderem. Hier wird es jetzt wieder so zusammengeführt. Ja, genau. Und alles kommt zusammen und deswegen ist Nathanael natürlich vollkommen seinem Irrsinn aus, seinem schon latent in dem oder nicht nur latent in dem Schlummer, sondern Irrsinn jetzt völlig ausgeliefert, dementsprechend reagiert er ja auch. Die Frau als Automat, was haben wir denn davon zu halten? Da taucht auf einmal das Motiv des Automaten auf, des künstlichen Menschen. Oder kann man überhaupt sagen, künstlicher Mensch? Ja, in gewisser Weise schon, denn auch damals war es eben schon so, dass versucht wurden, künstliche Menschen zu bauen. Das fand ich ganz interessant. Das ist keine Erfindung der Science-Fiction der aktuellen Zeit, sondern auch damals gab es die Vorstellung, dass man Menschen künstlich erstellen kann. Ich erzählte ja vorhin schon mit Mary Shelley, die den Frankenstein in dem gleichen Jahr geschrieben hat, interessanterweise wie Hoffmann diese Erzählung. Genau. Und es gab aber auch tatsächliche Automaten. Also diese Automaten, das ist gar nicht so weit gegriffen. Mhm. Damals wurden Automaten hergestellt. Es gab Figuren, so Automatenfiguren von Frauen, die Musikstücke vorgespielt haben zum Beispiel. Ja. Also es gab damals schon den Drang, auch wirklich künstliche Menschen zu erschaffen. Mhm. Das ist keine Erfindung der Roboter der Neuzeit, sondern das hat man damals tatsächlich auch schon gemacht, über Räderwerke künstliche Menschen zu schaffen. Ja. Es geht natürlich motivisch noch weiter zurück. Wir haben eben kurz Alchemie ja erwähnt und da gab es die Vorstellung, dass man einen Homunculus erschaffen kann. Ja, Phase 2, der Homunculus. Ja, genau. Ne? Ja. Einen Miniaturmenschen, einen künstlichen. Mhm. Und diese Idee des künstlichen Menschen als Räderwerk, das gab es damals schon. Und im Prinzip ist Olympia ein Android, ist ein menschenähnlicher Roboter, den man für einen Menschen verwechselt, so wie wir es aus der Science-Fiction heute kennen. Oder so wie es zum Beispiel auch in der Filmzeit des Expressionismus in Metropolis auftaucht. Ja, oder ich habe jetzt neulich, also gestern war das sogar, nicht nur neulich, sondern gestern in Vorbereitung auf unseren Podcast hier, von einer Autorin gelesen, die jetzt neulich ein Buch geschrieben hat über Sexpuppen. Künstliche Sexpuppen, die gerade in Japan, glaube ich, in großer Weise hergestellt werden, die sich auch dementsprechend anfühlen, also jetzt eine Oberfläche haben, die sich anscheinend tatsächlich wie Haut anfühlt und die also so, die Theorie, ich möchte jetzt nicht groß darüber reden, weil ich das auch nicht genau weiß, aber so die Theorie aufstellt, dass die Sexpuppe möglicherweise nicht die menschliche Sexualität komplett ersetzen wird, aber immer mehr so als Bereicherung dann als weitere Möglichkeit dann angesehen wird. Und ja, und wir haben so viele Verarbeitungen dieses Motivs. Ne? Die Roboterfrau in Metropolis, wir haben in Blade Runner diese Konstruktion von künstlichen Menschen, die eigentlich menschlicher sind als die anderen Menschen. Ja. Wir haben Her, weiß ich nicht, ob du ihn gesehen hast, von Spike Jones, da verliebt sich in einen Mensch Betriebssystem, also das würde man sich in Siri verlieben sozusagen. Ja. Wir sind da heute eigentlich schon ganz nah dran. Ja, ich habe auch ein sehr intimes Verhältnis zu Alexa, also muss ich auch sagen. Natürlich, man kann sich da auch so eine schöne Stimme, man kann sich da rein verlieben. Es geht natürlich immer nach hinten los, das hat Hoffmann dann schon doch sehr klar gesehen. Und das finde ich so toll daran, dass dieses Motiv da schon ist, dass
dieser künstliche Mensch da ist, diese künstliche Frau, aber eigentlich verliebt sich der Mensch nur in sich selbst. Und, und das wird ja ganz, ganz deutlich. Ne? Und Olympia ist eine Projektionsfläche. Ja. Nathanael sieht sich in ihr selbst und er verliebt sich in sie, weil er einfach selbst verliebt ist, weil er ein Narzisst ist. Ja, und Clara kann er gar nicht lieben, weil sie sich dieser Projektionsfläche einfach verweigert. Sie weil sie ein eigener Mensch ist, der anders ist und die vielleicht nicht alles gut findet, was er so macht. Ja, und er ist so der egozentrische Mann. Keinerlei Probleme damit, sie relativ schnell wieder zu vergessen und dann etwas Besseres zu finden in Gestalt dieses Automaten. Er ist der egozentrische Künstler und er kann sich nur in sich selbst verlieben. Und deswegen in Olympia, weil sie nur ein Spiegel seiner selbst ist. Und vielleicht ist das, was heute immer noch so ist, die künstliche Intelligenz, die Algorithmen, eigentlich spiegeln sie uns nur uns selbst vor. Wenn wir uns in Siri verlieben, verlieben wir uns in uns selbst. Ja, interessant übrigens und auch ein Aspekt dieser Erzählung, mit der ich ehrlich gesagt nicht wirklich klarkomme, ist das Augenmotiv. Denn es wird auch geschildert, dass er sich nicht nur in ihr Ach-Ach verliebt, das kommt ja erst relativ spät, wenn er dann tatsächlich mit ihr redet, in Anführungszeichen, sondern er verliebt sich in ihre Augen. Und ich habe mal nachgeguckt, jede dieser Figuren in dieser Novelle, da werden die Augen geschildert. Und die sozusagen bösen Figuren oder von Nathanael für böse gehaltenen Figuren haben alle natürlich stechende Augen, wie es sich gehört, also ähnlich wie Walt Disney-Figuren in der Regel, die Bösewichte bartstoppelig sind. Und er verliebt sich in Olympias Augen in erster Linie. Er beobachtet über, das Fernglas, das er besitzt, ihre Augen. Über das Augenmotiv ist sehr, sehr viel geschrieben worden. Wie siehst du das? Also ich habe bei dem Augenmotiv, frage ich mich, hat das in der Erzählung eine Bewandtnis, die über Verwirrung hinausgeht, oder ist sie in erster Linie da, um eine Art Verwirrung und... ich glaube, dass es schon als Leitmotiv auch Sinn ergibt. Also Augen sind... Alter Spruch ist, Augen sind das Fenster zur Seele, und das ist natürlich das Erste, was man dabei ansetzen muss. Wenn der Sandmann den Kindern die Augen raubt, dann raubt er ihnen damit die Seele. Und wenn Nathanael auf Olympias Augen fixiert ist, dann ist das ihre Seelenlosigkeit, auf die er fixiert ist. Und auf das Widerspiegeln also seines eigenen Blicks. Die Abwesenheit einer eigenen Persönlichkeit, natürlich. Sozusagen. Und es läuft ja viel über den Blick. Es ist sein eigener Blick, der über ihre Augen dann gespiegelt wird. Und gleichzeitig also Augen als Spiegel tatsächlich, dass im Fall von Olympia in ihren Augen nur sie sehen kann. Im Fall von Olympia auf jeden Fall. Und dieses Werfen der Augen, dass wir das Motiv, das wir hier haben in der zuletzt gelesenen Szene und auch davor, ist natürlich eine Enttarnung dieser Perspektive von Nathanael. Es wird auf ihn zurückgeworfen. Sein Egozentrismus wird dadurch erst deutlich. Und es geht natürlich noch ein Stück weiter, weil dieses Sköne Oke, das Perspektiv von Coppola, das bedeutet natürlich auch die Augen als Blick auf die Welt. Ja. Wir haben unterschiedliche Perspektiven auf die Welt. Wir haben einen Blick auf die Welt und Nathanaels Blick wird verzerrt durch das Perspektiv. Und das können wir auch wieder auf das romantische Prinzip zurückführen. Die Welt ist das, was wir in ihr sehen. Es ist der Blick auf die Welt, die Welt ist. Man kann nicht wirklich auseinanderhalten, was die Welt ist und wie wir sie sehen, sondern es geht um eine Romantisierung der Welt im romantischen Sinne oder auch hier entlarvend um einen nur Widerspiegeln seiner selbst, wenn wir glauben, die Augen der anderen zu sehen. Ich glaube, das ist ein relativ vielschichtiges Prinzip, dass man nicht auf einen Nenner runterbrechen kann. Ja, ja. Da sind wir wieder von dem Punkt, von dem du ausgehst. Ich glaube, man kann da keine einfache Erklärung für haben. Man kann nicht sagen, die Augen bedeuten das, sondern dieses Augenmotiv ist präsent. Ja, das meinte ich mit Verwirrung. Aber es ist nicht nur Verwirrung, sondern es ist eine Interpretierbarkeit, eine unterschiedliche in verschiedenen Situationen. Und man kann sich wahnsinnig viele Gedanken darüber machen, zu Recht. Man kann nicht einfach nur sagen, das Augenmotiv bedeutet das. Ja, ja. Das wie ist, bei der Erzählung überhaupt. Ja, und das ist natürlich auch ein nicht nur ein Merkmal Hoffmannscher Texte, sondern generell romantischer Texte. Vielleicht kann man sogar noch weitergehen, vielleicht sogar
generell ein Merkmal literarisch hochwertiger Texte. Ja, guter Texte. Guter Texte, dass sie keine Eindeutigkeit haben. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir auch ganz kurz anreißen sollen. Frage ich dich mal persönlich, glaubst du, dass es so etwas wie Eindeutigkeit gibt, wenn man einen Text liest? Oder bist du auf Eindeutigkeit aus, wenn du einen Text lesen willst? Niemals. Also bei diesem Text hier merkt man das sehr, sehr deutlich. Diese zwei Lesarten, die angelegt sind, Claras Lesweise, dass Nathanael verrückt ist und dass man das alles als geistige Störung interpretieren kann, und Nathanaels Lesweise oder die Lesweise eines Romantikers, dass es hier um Dämonisches geht um eine Vielfalt der Welt und das Abgründige, die stehen da, finde ich, gleichrangig nebeneinander. Das funktioniert natürlich sehr gut, diese Geschichte auch wirklich als Gruselroman zu lesen. Das ist eine absolut legitime Lesart, dass man die Geschichte liest von einem Jungen, in dessen Leben etwas Übernatürliches, Unerklärliches hereinbricht, das auch dämonisch ist. Coppola tut ja von Anfang an Dinge, die auch erstmal als übernatürlich beschrieben werden. Ja, und so, dass da ein Coppola auftaucht und dann einige Zeit später ein Coppelius, ist ja auch ein sehr sonderbarer Zufall. Und ein sehr sonderbarer Vorgang. Also wir dürfen Nathanael deswegen nicht von vornherein so als Spinner abqualifizieren, weil die andere Lesart, wie du gerade meintest, die funktioniert ja genauso gut. Also man kann ja auch durchaus den Roman so lesen, dass man sagt, das ist alles möglich. Ja. Und sonst wäre es auch langweilig, wenn wir von vornherein wüssten, Nathanael spinnt, dann wird die Geschichte nicht besonders viel hermachen. Das Interessante an dieser Geschichte ist ja, dass es unklar bleibt, dass es in der Schwebe bleibt, dass die eine Lesart möglich ist, die andere aber auch. Und wir uns vielleicht nicht mal für eine entscheiden müssen, sondern beide möglich sind. Ja, genau. Und das ist eine Ambivalenz, die im Text angelegt ist und die wir nicht auflösen sollen. Wenn man versucht, das aufzulösen, wenn man sagt, ich glaube, ich hab's, ich kann das alles so lesen, dass das alles nur eine Täuschung ist, dann geht man in eine Falle, dann liest man es falsch. Ja. Ein solcher Text lebt in den Zwischenräumen und lebt in der multiplen Interpretierbarkeit und in den Schattenzonen. Und nur dadurch wird er spannend. Wenn man versuchen würde, den aufzulösen, dann wäre er als Text langweilig. Hier sicherlich natürlich auch ganz bewusst von Hoffmann so konzipiert, dass er eben das Prinzip der Unauflösbarkeit hier erschaffen will. Deswegen ist dieser Text vielleicht für sehr, sehr junge Leser, ich weiß ja, dass es auch Schullektüre ist, aber ich glaube schon für etwas fortgeschrittene Schüler, also Oberstufe mindestens, ist es sicherlich auch ein schwieriger Text. Ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Text auch schwer getan, weil er eben so viel Rätselhaftes bietet, und das Rätselhafte muss man dann aber für sich stehen lassen und anstatt, dass man es unbedingt in jeder Hinsicht aufdröseln will. Hier auch wieder eine Vergleichbarkeit mit dem, was wir schon vorhin erwähnt hatten, mit dem unauflösbaren Autor schlechthin, mit Franz Kafka, mit dem Hoffmann ja die eine oder andere Ähnlichkeit auch hat. Übrigens auch das Humoristische. Kafka-Texte sind auch witzig. Ja, ja. Und bei Hoffmann zum Beispiel, vielleicht erwähnen wir das noch kurz, nachdem Olympia als Automat enttarnt wird, kommt eine Textpassage, die ganz untypisch ist für die Erzählung. Denn dann geht es aus autorialer Perspektive darum, wie die Gesellschaft dieser Stadt darauf reagiert, dass diese Tochter von Spalanzini ein Automat ist. Das berührt nicht nur Nathanael, sondern es geht dann auch darum, wie die Professoren und gehobenen Leute in der Gesellschaft darauf reagieren. Ja. Und die Reaktion von denen ist, dass sie sich darüber sehr empören, zum einen, und zum anderen, dass sie ihre Frauen sehr genau prüfen und genau darauf gucken, geben die Frauen mir auch wieder Worte oder gähnen die auch mal, wenn ich spreche oder fangen die an zu stricken oder ihre Hunde zu streicheln, statt einfach nur mir abgöttisch zuzuhören. Und das soll dann ein Beweis dafür sein, dass es echte Frauen sind. Das ist eigentlich ein wahnsinnig fortschrittliches Geschlechterbild, das Hoffmann da macht eigentlich. Also eine Geschlechterkritik, weil er so eine Satire daran übt, wie
Frauen eigentlich, wie Frauen sich eigentlich verhalten sollen in dieser Gesellschaft. Ja, ja. Er führt ad absurdum, was man von Frauen erwartet. Mhm. Eigentlich erwartet man von Frauen in dieser Zeit, dass sie still sitzen, zuhören, den Männern zuhören, den Haushalt machen und perfekt funktionieren wie Automaten. Ja, ach, ach sagen. Ja. Ach, ja. Ach sagen, genau. Mhm. Und darüber macht er sich wahnsinnig lustig an diesem Punkt und macht eigentlich deutlich, dass eine Frau halt nur ein wirklicher Mensch ist, wenn sie Widerworte gibt und wenn sie sich langweilt, wenn ein Mann was erzählt. Und das ist für uns vielleicht banal, aber für die damalige Zeit ist das eine großartige Kritik der Art und Weise, wie man Frauen gesehen hat damals. Ja, vielleicht auch, wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht eine Überinterpretation ist, vielleicht auch, man kann diesen Roman, diese Erzählung ja auch so ein bisschen als eine Literatursatire lesen und Olympia nicht von ungefähr so auf die Klassik anspielend. Also so ein nicht gerade ein Marmorbild, aber so einer leblosen Iphigenie-artigen Figur. So, wo Iphigenie ist jetzt natürlich die Letzte, die nur Ach, Ach sagt, aber eine Art seelenlosen Marmorschönheit nachempfunden. Kritik an einer Marmorschönheit auf jeden Fall. Ob das eine Kritik an der Klassik ist, weiß ich nicht. Denn die Frauenfiguren der Klassik waren schon vielschichtiger teilweise. Aber eine Kritik auf jeden Fall an dieser Idealisierung der Marmorfrau, der Makellosen. Also das auf jeden Fall und sehr, sehr deutlich und auf eine sehr fortschrittliche Art und Weise, wie ich finde. Ja, das Makellose vor allem nur dadurch definiert, dass sie stumm ist und eigentlich als Mensch nicht existiert. Ja, also genau, dem Mann zuhören. Ein Zerrbild eines oder überhaupt nicht mal ein Zerrbild, sondern eigentlich, wie gesagt, nicht das Menschliche eigentlich. Ne? Absolut. Die Abwesenheit alles Menschlichen. Die Doppelbödigkeit, von der wir eben gesprochen haben, die wird insbesondere am Ende des Romans nochmal deutlich. Da haben wir nochmal sehr, sehr deutlich die Ambivalenz zwischen den verschiedenen Lesarten. Denn am Ende ist es ja so, dass Nathanael sich von dem Ratshausturm stürzt. Mhm. Und dann gibt es eine sehr ambivalent lesbare Textstelle. Die hören wir jetzt nochmal als letzte Textstelle, die wirklich gelesen wird. Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen. Er bückte sich herab, wurde den Coppelius gewahr und mit dem gellenden Schrei »Ha! Sköne Oke! Sköne Oke!« sprang er über das Geländer. Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden. Nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann Hand in Hand vor der Türe eines schönen Landhauses saß und vor ihr zwei muntere Knaben spielten. Es wäre daraus zu schließen, dass Clara das ruhige häusliche Glück noch fand, was ihrem heiteren, lebenslustigen Sinn zusagte und dass ihr der im Innern zerrissene Nathanael niemals hätte gewähren können. Ja, das ist natürlich ein zynisch, ich weiß nicht, aber so ein Schluss, der in dem Clara, die dann letztlich es doch dann zum Happy End gebracht hat, natürlich auch eine vernichtende Vernichtung als Nathanael, nachdem er dann Selbstmord begangen hat, auch als Figur. Und da müssten wir vielleicht noch auf das Thema Absage. Ich musste gerade kurz an den Werther denken und an die Romantisierung der Selbsttötung, die hier ja als lächerlicher Akt dargestellt wird, durch die Endpassage, dass Clara dann eben die schöne Familie hat und so. Auch wirklich absolut antiromantisch eigentlich. Ja. Aber kurz vorher noch, es ist ja so, dass Nathanael sich dann selbst von diesem Turm wirft. Also vorher sieht er Clara nochmal durch das Perspektiv und als Objekt des Wahnsinns. Und dann tötet er sich selbst im endgültigen Wahnsinn. Mhm. Und er hat vorher Coppola gesehen, aber vor seinem sterbenden Auge ist Coppola verschwunden. Mhm. Und damit wird nochmal in Zweifel gestellt, ob Coppola überhaupt da war. Also es ist wirklich diese Doppelbödigkeit ist am Ende immer noch vorhanden. Ja. Man kann es lesen als Geschichte eines
geistesgestörten romantischen Spinners, der sich irgendwelche Hirngespinste einbildet und am Ende selbst umbringt, weil er unter paranoider Schizophrenie leidet oder was auch immer. Mhm. Oder man kann es lesen als Schauerstück über die Macht des Unheimlichen und den Dämon, den Sandmann. Man kann für mich auch, steht beides gleichwertig nebeneinander. Ja. Man kann es vielleicht auch noch in einer dritten Weise lesen, nämlich als das Scheitern des Nicht-Künstlers. Denn Nathanael ist ja in jeder Hinsicht, wird er ja von Hoffmann als eigentlich kein Künstler, also ein schlechter Künstler, und ein schlechter Künstler ist ja, kein Künstler, geschildert. Er schreibt lächerliche Gedichte, er bringt es also nicht zu Künstlertum. Und Hoffmann, der sich viel mit dieser Künstlerproblematik in seinen Texten, vor allem in der mit der Figur des Kreisler im Carter Moore und anderen Texten beschäftigt hat, auch Fräulein von Scudery und überall, will hier vielleicht auch aufzeigen, dass diese Art Geisteshaltung, die ein Nathanael hat, nur lebbar und nur überlebbar ist, wenn man ihr etwas entgegenzusetzen hat. Und wenn es nicht das Realitätsprinzip ist, die das sozusagen in irgendeiner Form, wie er das in seinem Leben geschafft hat, da hofft man selber, dann geht es eigentlich nur durch künstlerische Gestaltungskraft, die irgendwo die Dämonen und irgendwie in einer künstlerische Form bringen kann, die Bestand hat. Und Nathanael kann das nicht. Er ist nicht in der Lage dazu. Und deswegen ist für ihn eigentlich die Sache ausweglos. Und er kann mit dieser Art Vorstellungswelt, in der er befangen ist, dieser Art, wie er die Welt interpretieren möchte, weil er sie nicht künstlerisch bewältigen kann, kann er auch nicht leben. Es ist also auch in gewisser Weise eine Künstlererzählung oder die Erzählung eines ähnlich übrigens auch wie bei Werther. Werther kriegt auch nichts auf die Reihe. Goethe hat das auf die Reihe bekommen, indem er dann seine Geschichte mit Lotte, mit Charlotte Buff dann künstlerisch gestaltet hatte. Aber Werther war auch nur ein Möchtegern-Künstler und kam damit nicht so weiter. Diese Werther-Bemerkung fand ich ganz gut von dir, weil ich glaube, kann sein, dass das, Werther war ja damals noch ein sehr bekannter Roman zu der Zeit, dass er da und Goethe eine Bezugsfigur, dass er sich dazu diesen Selbstmord da muss man fast im Kopf gehabt haben. Aber der Selbstmord des Werthers hat ja noch was Grandioses, etwas Großartiges. Zumindest so haben die Leute ihn aufgefasst, aber eigentlich Goethe hat sich schon sehr, sehr früh über seinen Werther auch lustig gemacht. Und, okay. Aber das führt vielleicht auch zu weit. Werther machen wir ein andermal. Aber trotzdem, es ist wohl auch die Geschichte eines gescheiterten Künstlers. Zu den vielen anderen Geschichten, die es ist, ist es das wohl auch noch. Und damit sind wir bei einer, wie viele Interpretationen haben wir jetzt? Man kann es als Schauerstück lesen und einfach als Gruselstück. Das ist so die erste Fassung. Ne? Also, man kann es lesen als Gesellschaftskritik, als Genderkritik an der Zeit. Ich lese das vor allen Dingen gerne als Geschichte über Männer und Frauen tatsächlich. Mhm. Da gibt es wahnsinnig viel her. Ja. Man kann es lesen als Satire auf die Romantik und man kann es lesen als Stück über Künstler und Künstlertum. Ja. Das sind mindestens vier Interpretationsebenen, die wir haben. Ja. Man kann es auch noch psychologisch lesen. Wir könnten jetzt noch eine freudianische Interpretation auspacken über Ich, Es, Über Freud hat sich ja auch mit diesem Text interessanterweise befasst in seinem Aufsatz Das Unheimliche. Ja. Ist er ja auch auf den Sandmann eingegangen. Weggebender Aufsatz. Diese Urszene ist ja auch für eine ganz tolle Horrorszene, also aus dieses Trauma hervorgeht, eben dass die Eltern, die eine beschützende Rolle haben, sich so völlig wehrlos und abhängig gegenüber diesen Mächten darstellen. Sie können den Sandmann nicht verhindern. Normalerweise ist ja so, Papa regelt das schon. Ne? Also wenn so der Biber Butzemann kommt oder so, dann wird Vater das schon regeln. Das klappt nicht. Also Hoffmann hatte hier auch hat ja auch schon sehr genau gewusst, wo man so beim Unheimlichen ansetzt. Also er ist auch einfach ein guter Horrorautor. Absolut, das Unheimliche ist auch wirklich unheimlich. Ja. Die sprachgewaltigen Passagen sind auch wirklich sprachgewaltig. Mhm. Teilweise ist das sehr, sehr schön, was er sprachlich macht, auch tatsächlich. Die satirischen Passagen sind wirklich sehr, sehr witzig. Ja. Sachen, über die man laut lachen kann, wenn beschrieben wird, wie Clara sich langweilt, während Nathanael seine Texte vorliest. Es ist ein wahnsinnig vielschichtiger Text und einer, den ich mit großem Genuss gelesen habe. Ja, und Hoffmann hat auch dem
im Horrorgenre oder dem Gruselgenre eben auch noch etwas ganz Entscheidendes beigefügt. Wenn man so die Gothic Novels vor Hoffmann, das ist eben so sein großer Beitrag zur Literatur oder zu diesem Bereich der Literatur auch betrachtet, dann haben die immer ein sehr, sehr einfaches Muster. Hoffmann hat das in seinem ersten Roman, die Elixiere des Teufels, auch noch weitestgehend verfolgt. Deswegen ist das heute auch kein so überzeugender Text mehr, weil er da eher so den englischen Vorbildern nachgestrebt ist. Da geht es um düstere Verliese und geile Mönche und Doppelgängertum und alles. Das ist noch sehr, sehr so diesem Muster verhaftet. Aber Hoffmann hat das Grauen, das Unheimliche im Alltäglichen zur Sprache gebracht und aufgedeckt. Eine Hoffmanneske Figur, das Thema hatten wir ja schon, ist immer eine Figur, die auf vermeintlich biederer Oberfläche ihre inneren Tumulte sozusagen im Souterrain auslebt. Und deswegen immer eine immer sehr ambivalente Figur. Und das Grauen kommt bei ihm immer aus dem Alltäglichen heraus. Er verzichtet irgendwann auf Geister, Schlösser und so offensichtlichen Grusel dieser Art. Er holt es aus alltäglichen, häufig kleinbürgerlichen, kleinstädtischen, biederen Situationen aus. Und auch hier ebenfalls. Also eigentlich eine Geschichte, die, wenn man sie jetzt nüchtern erzählen wollte, so mit Claras Augen, dann könnte man eigentlich nur sagen, ja, da ist mein armer Nathaniel halt verrückt geworden, dann habe ich jemand anders geheiratet und eigentlich so eine keine große Geschichte, könnte man sagen. Ne? Er hat das alles aus Verhältnissen herausgeholt, die nicht unbedingt Horror, vor Hoffmann gar nicht so als horrorwürdig oder gruselwürdig eingestuft wurden. Und in dem Sinne sind wir vielleicht wieder am Grundgedanken der Romantik, dass man nämlich die Welt romantisiert, dass man in der Welt das Bizarre, das Gruselige, das Romantische entdeckt durch die Literatur. Ja. Und das funktioniert sehr, sehr gut in dieser Erzählung. Mhm. Eine Erzählung, die so vielschichtig ist, wie sie ist. Wir können jetzt nach wie vor keine leichte Erklärung bieten, das war nie der Ansatz, aber es ist, glaube ich, sehr deutlich gewesen, dass das eben auch nicht möglich ist. Man kann jetzt nicht das runterbrechen und sagen, so und so ist die Lesweise, sondern man muss diese Erzählung wirklich in all ihren Schichten sehen und akzeptieren in den Ambivalenzen. Und wir haben Ihnen für diejenigen, die die Erzählung nicht selbst gelesen haben bisher, hoffentlich ein bisschen Lust gemacht, sie zu lesen, denn das lohnt sich sehr. Das ist wirklich eine schöne Erzählung, die man schnell gelesen hat. Du hast gesagt, 2 Stunden hat es gedauert. Und das lohnt sich sehr. Es ist wirklich ein großartiges literarisches Werk und ein tolles Beispiel für deutsche Literatur. Damit verabschieden sich Klaus und Christian. Ja. Tschüss, Klaus. Tschüss, Christian. Bis bald.